Ich würde gerne nochmal zurückgehen, 1967, wie das, was Sie beim jungen Bayern haben vertreten, das haben Sie ja vorher schon angeschaut mit der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Bevölkerungsfragen. Ich habe Ihnen die Unterlagen hier und dort zeigt sich, dass ich mich, als ich das einmal gesagt habe, 67, ich geirrt habe, offenbar habe ich mich dort um 3 Jahre geirrt. Offenbar war das 70 gewesen, wo die Gründung war von der Arbeitsgemeinschaft. Aber ich war bei der Gründung dabei gewesen. Jawohl. Und der Grund, warum ich dort dabei war, war, dass ich in den 60er Jahren immer wieder in Leserbriefen Stellung genommen habe zu den Bevölkerungsproblemen, zu den Einwanderungsproblemen, zu den Wachstumsproblemen. Und man hat mich also von dort her gekannt und eingeladen für die Gründung. Sie haben sich auch engagiert für die Schwarzenbach-Initiative. Das war sehr rudimentär. Das war so. Ich habe vorhin gesagt, ich habe im Rahmen des Jungen Bern verlangt, dass man darüber diskutiert, bevor wir eine Parole fassen. Ich habe also die ganze Geschichte studiert, die Initiativen angeschaut. Aufgrund von meinem Wissen als Ökologe, als Naturwissenschaftler, bin ich dazu zur Meinung gekommen, man muss dieser zustimmen. Ich war aber dann überhaupt noch nicht in Kontakt mit Schwarzenbach oder mit der NA. Gar nicht. Und dann war mein Engagement so, ich war dann Trainmajor und musste im Freiburgischen einen Weg vorbereiten und war zu einer Rekognoszierung dort. Und im Rahmen dieser Rekognoszierung bin ich mit dem kantonalen Verantwortlichen in Diskussion gekommen. Und er hat gemerkt, dass ich die Schwarzenbach-Initiative nicht ablehne, sondern eher zustimmen bin. Und hat mir gesagt, lasst, wir haben in Düdingen eine kontradiktorische Versammlung angesagt, aber wir haben keinen Referent, der für die Initiative würde reden. Wären sie bereits gekommen? Dann habe ich gesagt, ja, ich komme schon her, warum nicht? Ich habe nicht Angst, herzukommen und meine Argumente für euch vorzulegen. Und das war aber der einzige Ort, wo ich vor dieser Abstimmung öffentlich auftreten bin für die Initiative. Was ich sonst noch gemacht habe, ich glaube, ich habe 1 oder 2 Artikel in Lokalzeitungen geschrieben, wo ich meine Position zu dieser Initiative dargestellt habe. Das würden Sie wahrscheinlich finden im Archiv für Zeitgeschichte, der Artikel. Ich habe nämlich gelesen, dass die Arbeitsgemeinschaft formal 2 Wochen nach der Ablehnung der Schwarzenbach-Initiative gegründet worden ist. Nein, das stimmt. Stimmt das nicht? So nicht. Ja. Das hat gar nichts mit dieser Initiative zu tun. Nein. Das ist greifend, die Gründung, das war vor allem ja Frau Rey von Zollikofen, die später mal Grossrätin war von der SP und sie war eine engagierte Abtreibungsbefürworterin aus bevölkerungspolitischen Gründen. Und da ist der Professor Ginsburg? Nein. Jumi? Nein. Der Gründer war der Zoologieprofessor von der Uni Bern. Aber der Jumi war auch bei den Gründern, hingegen der Ginsburg nicht. Ja. Der ist erst später dazugekommen. Ich würde ihn heissen. Vielleicht haben wir es hier gerade. Flückiger. Flückiger. Der Professor Flückiger. Und das war ja im Juni 70, also das war bereits vorbereitet gewesen, nicht? Also das hat einen zufälligen zeitlichen Zusammenhang mit der Schwarzenbach-Initiative gehabt. Und dort bin ich dann in dieser Arbeitsgemeinschaft auch wieder in den Vorstand gekommen und habe während längerer Zeit, während 2, 3 Jahren, die Arbeitsgruppe für Propaganda geführt. Nicht? Ich habe noch gelesen, Sie haben die Statuten geschrieben, oder einen Teil von den Statuten. Ich habe das erste Programm, das Sie herausgegeben haben, war praktisch meine Arbeit gewesen. Wobei in der Zwischenzeit hat der Jumi das Präsidium übernommen, dann ist der Ginsburg gekommen und fertig geworden ist das Programm erst noch unter dem Ginsburg. Und der Ginsburg ist natürlich auch sehr
sensibilisiert für solche Fragen. Das ist klar, weil er auch ehemaliger Flüchtlingsabkömmling oder selbst Flüchtling war. Ich weiß nicht einmal. Ja, nicht, wir haben ja immer vorgeworfen, wir sind Ausländerhasser und das war nur noch ganz ein kleiner Schritt, wir sind ein Jodenhasser. Das ist natürlich das ist alles Lappi-Zeug, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Übrigens wird auch gegenwärtig, wird Dekopop angegriffen, habe ich jetzt mit einem Artikel gelesen aus den Kreisen von der Economie Suisse, es wird angegriffen, sie sind in Ausländerhasser, das ist absoluter Blödsinn, das stimmt einfach nicht. Dekopop war eine Vereinigung, die ganz auf wissenschaftlicher Basis das Wachstumsproblem, das Bevölkerungswachstum und Wirtschaftswachstumsproblem behandelt hat und immer wieder nach Lösungen sucht, nach Anstoß sucht, wie kann man das unter Kontrolle bringen. Und wer das heute noch nicht begreift, dass das ein Problem ist, soll doch um Himmels Willen einmal die Entwicklungen der letzten 40 Jahre anschauen in Sachen Wachstum. Auf der Bevölkerungsebene und auf der Ebene der Wirtschaft, auf der Ebene der Rohstoffverbrauch und so weiter. Also, wer das heute noch nicht eingesehen, der muss böswillig sein. Sie haben vorhin gesagt, beim Fazit von Ihrem Leben sei nicht viel geblieben. Ich meine, jetzt wird wahrscheinlich in diesem Jahr werden über Ecopop abstimmen. Die haben relativ viel Sympathie, relativ breit. Haben Sie nicht das Gefühl, das ist eigentlich etwas, wo Sie mit bewerkstelligen haben? Ja gut, ich bin natürlich im Werden und in der Entwicklung vom ersten Jahrzehnt wesentlich mitbestimmend gewesen. Nun muss man ja wissen, ich bin dann 1980 geboren. Und damit bin ich auch auf Abstand gegangen zur Politik und natürlich auch zur Ecopop. Die Namensänderung auf Ecopop habe ich zum Beispiel nicht mitbekommen. Das habe ich im Tessin untergehört und das übrigens nicht gerade gutiert. Ich habe gefunden, das sei nicht geschickt. Warum nicht? Was heisst schon Ecopop? Sagen Sie mal zum einfachen Mann, was heisst Ecopop? Kommt es da auf die Idee, dass das Ökologie-Population heisst? Nein. Hingegen eine andere Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Bevölkerungsfragen ist zwar nicht kurz und bündig, ist zwar ein langer, blöd langer Titel, aber jeder begreift, um was es geht. Hm. Haben Sie Hoffnung, dass es durchkommt? Ja, aber nicht sehr hohe. Weil ich sehe doch jetzt schon wieder, wie geschossen wird gegen die beiden Initiativen. Mit den alten Argumenten, man kommt wieder mit Fremdenhass und man kommt wieder mit Arbeitslosigkeit und unsere Wirtschaft wird leiden und Arbeitsplätze werden verlieren und das Wachstum ist gefährdet und das zieht halt nach wie vor. Und wenn mit genügend propagandistischen Mitteln dahinter gehen und nachher noch von sämtlichen Pfarrern bis zu den obersten Politikern gehen schreien, nein, wir sind doch nicht Ausländerhasser. Das geht einfach die Mehrheit um. Also ich erwarte nicht, dass eine von beiden durchkommt. Obwohl es momentan das Gefühl hat, ja, da wird bewusst Angst gemacht jetzt. Ich würde jetzt wagen, eine Prognose zu sagen, die SVP-Initiative, die wird wahrscheinlich irgendwo in den 40% überkommen. Und die wird aber nicht durchgehen und die nächste Dekopop-Initiative wird in den 30% machen. Das können Sie aufnotieren, dass das meine Prognose ist. Das macht mir zwar gar keine Freude, aber aus der Erfahrung von meinem Leben sehe ich das ungefähr so. Wenn Sie jetzt so schauen, wie es heute ist und zurückschauen, was Prognosen gewesen sind früher. Also sie haben sich zum Beispiel gestützt unter anderem auf das Buch von der Ehrlichmanns, der Population Bomb, Bevölkerungsbombe. Würden Sie sagen, es ist so schlimm rausgekommen, wie Sie prophezeit haben? Oder nein, es ist schlimmer. Es ist schlimmer? Es ist schlimmer, ganz eindeutig. Nennen Sie zum Beispiel die Bevölkerungszunahme von Indien. Einfach als Beispiel. Damals haben wir mit etwa 550 Millionen Inder gerechnet. Und wo stehen wir heute? Über 1 Milliarde. Man muss sich das vorstellen. Dabei jammern wir nachher, wie in diesen Ländern Hunger und Armut nicht zu bewältigen sind und geben riesige Beträge und Mittel aus, für die schlimmste Armut zu bekämpfen. Aber wir machen nichts,
um eine Bevölkerungspolitik herzubringen, die den Namen würde verdienen. Und wisst ihr, das grosse Problem ist das, es ist zum schönen Teil ein Problem vom medizinisch-technischen Fortschritt und vom Christentum. Man tut zwar Mortalität möglichst bekämpfen, aber man bekämpft Natalität nicht. Das heisst, man tut die von der geschichtlichen Werte her vorhandene Natalität, die sehr hoch ist, wo aber über Jahrhunderte kein grosses Problem war, weil immer 70% der Kinder wieder gestorben sind. Ne? Tut man nicht kulturell in die Finger versuchen zu bekommen. Ganz im Gegenteil. Und das geht natürlich. Ungleichgewicht oder geht eine Entwicklung, die unsere Natur und wir alle nicht vertragen können. Ne? Aber wenn Sie Länder nehmen, ich meine, in der Schweiz ist ja die Kinderquote ist nicht wahnsinnig hoch. Und es zeigt sich in fast allen Ländern, wo es gute Altersvorsorge gibt und wo es einigermaßen funktioniert und die Leute sicher ins Alter haben, sinken Kinderraten. Ja, Gott sei Dank. Aber es ist auch ein Problem, weil an dort, wo die Explosion heute stattfindet, passiert das eben nicht. Und Sie sehen ja den Migrationsdruck. Nicht? Wenn Sie sich denken, was von Afrika her jetzt die Menschen aus ihrer Notsituation flüchten, selbst unter der grössten Lebensgefahr, gehen Sie mal nach Italien, ein bisschen Süden ab und schauen Sie, wie viele Neger dort schon rumlaufen. Dass Italien wird sukzessive überschwemmt von Leuten aus Afrika. Nicht? Im Osten werden wir überschwemmt von Leuten, von den Tamilen bis zu den Chinesen. Nicht? China, gehen Sie schauen, wie Kanada von China her bedrängt wird. Das ist sagenhaft. Und der Effekt am Schluss ist einfach der, dass die indigenen Völker, die hier in diesen kulturell hochstehenden Ländern jetzt stolz sind, dass sie weniger Geburten haben, die werden schlicht untergehen. In ein paar wenigen Generationen sind die in der Minderheit. Bleiben wir mal schnell bei Kanada. Ich habe mich immer gefragt, wenn man sagt, indigene Völker, ich meine, Kanada war ein Einwanderungsland. Irgendwann hat man den Kolumbus, hat man Amerika entdeckt, dann sind die Leute übergefahren und vor allem Herrenländer dort hergekommen. Wenn jetzt dort noch Chinesen dazukommen, die ja relativ geschickt sind im Handel treiben, haben Sie das Gefühl, das gibt dann irgendeinen qualitativen Unterschied? Wenn Sie die Länder nennen, nennen Sie nicht nur Kanada, nennen Sie bitte den ganzen nordamerikanischen und südamerikanischen Kontinent. Die sind eben nicht Bevölker gewesen. Dort sind einmal den einheimischen Völker das Lebensnerv abgeschnitten worden. Nicht? Sie müssen einfach immer bedenken, die Länder haben das schon erlitten, wo wir jetzt auf einer höheren Stufe werden erleiden. Dass nämlich über die Einwanderung die einheimische Bevölkerung schlicht verschwindet. Das, was heute noch rum ist in Kanada, an Einheimischen, also an sogenannten Indianern, das sind nur noch bittere kleine Reste. Aber dann würden Sie behaupten, dass die jetzt dort Mehrheitsbevölkerung sind, also die ganzen Anglophonen und Frankophonen, dass das eigentlich eine Art Usurpatoren wären? Oder? Ja, natürlich sind sie das. Aha. Die gar nicht dorthin gehören würden? Nein, die gehören im Prinzip nicht dorthin. Den Lebensraum haben sie einfach besetzt, und zwar in einer Zeit, wo die Bevölkerungsexplosion hier in Europa so schlimm war, dass die Leute aus einer Not einfach gesucht haben, wo können wir noch besser leben. Und unsere lieben Vorfahren waren nicht sehr sensibel im Besitz von Gebieten, wo eigentlich jemand anderem gehört haben. Also meine, die Schweiz ist ja, wenn ich das noch versuche, mich an Geschichtsunterricht zu erinnern, irgendwie sind wir Kelten in die Schweiz eingewandert und die Helvetier sind mal angewandert. Also wir haben so viele Völkerwanderung gehabt, dass man gar nicht kann sagen, es gibt irgendwie ein Territorium, wo jemand wirklich zusteht. Oder kann man das? Mal, das kann man schon sagen. Wenn ein Volk über Jahrhunderte an einem Ort ist, so hat es doch einen Besitzanspruch. Ja, und wie lange müssen wir nehmen, dass man den hat? Ja, also sicher mehr als 10 Jahre. Also, ja, aber das ist sicher, Kanada. Sicher 3-4 Generationen. Kanada sind ja irgendwie die Anglophone, die Franken, die schon lange dort. Ja, aber
Das, was wir jetzt angetönt haben, ist ja auch schon lange passiert. Das ist ja nicht von gestern. Das ist ja schließlich im 18., 19. Jahrhundert passiert, dass die einheimische Bevölkerung dezimiert worden ist. Und noch einmal, die europäischen Einwanderer, die sind nicht etwa sehr sensibel gegenüber von denen, die dort waren. Weder dort oben noch weiter unten im Kontinent, noch in Südamerika. Jetzt wissen doch, die Spanier und Portugiesen, die hatten keine Hemmungen, die Einheimischen umzubringen. Nicht?